Ja, ihr Part ist auf jeden Fall ganz, ganz kribbelig. Da habe ich echt... Großartig ist es. Sie schwelgen nebenbei weiter am Lablus. Oh, sie waren auf Con. Schwelgen sie ganz fein weiter. Marcus. Lege das Paket ab. Wir scannen mehr. Durch Scannen habe ich vergessen. Wir scannen mehr. Das sind wir. Marcus. Okay. Ablegen. Wir sind anscheinend Druide einer gleichen Person. Kümmere dich um Karl. Wecke Karl im Obergeschoss. Oh nein. Aber wir haben da unten noch so eine Voliere. Öffnen. Öffnen? Das sind Roboter-Piepmetzen, oder? Ja. Das sind Roboter-Piepmetzen. Und man schaltet sie ein, indem man es aufs Auge drückt. Wie ist der Tatort ausgegangen? Gut. Eventuell wurde der andere Droide von Scharfschützen erschossen. Aber das Kind wurde gerettet. Ich habe ihn ziemlich angelogen. So, Obergeschoss. Als Vermittler bin ich ziemlich... kaltschnäuzig anscheinend. In Ordnung. Eventuell ist das eine alte Person. Hier ist so ein Treppenlift-Ding. Wow. Das ist so ein. Ich habe vergessen, wie es heißt. Schon der Fernseher. Da ist ganz viel. Wir kommen bestimmt nochmal da runter, oder? Ja, jetzt habe ich Angst. Gehe ich nochmal runter und gucke mir erst alles an? Ja, ey, wir werden bestimmt da runterkommen. Das ist halt nicht gleich vorbei. Wo ist überhaupt der Weg? Wo ist denn hier überhaupt oben? Ich glaube, das ist falsch. Ich bin falsch gelaufen. Wir sind hier nur am Ausguck. Giraffe. Stellt sich denn die Giraffe ins Haus? Ey? Oh, es ist schon ein echt ein bisschen andere Sache. Hm. Ah, nicht so. Ja. Okay. Karl. Karl. Und ein Rollstuhl. Okay. Ist das Karl? 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 Kann ihn so nicht wecken. Wir machen das Fenster auf. Die Schwinge. Danke. Guten Morgen, Karl. Guten Morgen. Es ist 10 Uhr. Es ist leicht bewölkt. Schöne Stimme. 12 Grad Celsius. 80% Luftfeuchtigkeit mit hoher Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Klingt nach einem guten Tag, um im Bett zu bleiben. Ich habe die bestellte Farbe abgeholt. Oh ja, ganz vergessen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, nicht wahr, Marcus? Du vergisst nie irgendwas. Ach, das ist... ja, da kriege ich das Wort Gänsehaut. Das ist so ein vertrauten Verhältnis. Zeigen Sie mir Ihren Arm, bitte, Karl. Nein. Karl? Dankeschön. Hm. Ich bin gerade erst aufgewacht und schon wird es unangenehm. Menschen sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell kaputt. All die Mühe, um sie zu erhalten. Ist das nicht der Schauspieler von Alien, Bishop? Der den Druiden dargespielt hat? Den Androiden? Weiter tragen. Also fällt er mir noch runter. Oh Gott, der ist ein Schädel da. Das kann gut sein, ne? Ja, nicht fallen lassen, ja. Und gerade erst die Alien-Filme geguckt, weil es sich nichts anderes zu tun hatte. Ja, ich glaube, das ist Schauspieler von Bishop. So, erst nochmal umschauen. Haben wir hier irgendwas noch? Nein. Los, Karl. Liegt heute eigentlich irgendwas Besonderes an? Ja, die Eröffnung ihrer Retrospektive im Museum für moderne Kunst. Mhm. Der Direktor hat schon 4-mal angerufen und möchte wissen, ob Sie kommen. Hm. Ich habe mich noch nicht entschieden. Das werden wir dann später sehen. Okay. Was noch? Nur die übliche Fanpost. Ist schon beantwortet. Hm. Oh, ist das schnell. Irgendwas von Leo? Nein, Karl. Soll ich ihn für Sie anrufen? Nein. Nein, lass gut sein. Wo fahren wir denn jetzt hin, Karl? Ich hab Hunger. Ihr Frühstück ist fertig. Mhm. Speck und Eier, so wie Sie sie mögen. Danke, Markus. Gern geschehen. Serviere Frühstück. Ich will erst noch die anderen Sachen kurz angucken, die ich jetzt nicht angeguckt hatte. Die ich mir jetzt auch nicht mehr angucken kann. Ist doch nicht dein Ernst. Ich hätte Sachen anmachen. Oh. Nee, ey. Das ist doch nicht dein Ernst. Tatsache, es ist alles weg. Hm, okay. Muss mal lernen. Vielleicht kann ich da später nochmal ran. Es ist alles fertig. Was ist das denn gemacht? Ist das eine automatische Küche? Oder? Ja, ist fertig. Ja. Okay. Frühstücken. Feigen. Das ist auf jeden Fall. Danke, Markus. Fernseher. Die Spannungen in der Arktis verschärfen sich, seit Russland einen Teil seines Staatsgebiets deklariert hat. Seit Samstag haben russische Kriegsschiffe in der Barentssee Position bezogen und die russische Flagge weht über dem Eisfeld. Der russische Präsident betonte in einer Rede vor der Duma... Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Hm, klar. Hm? Okay, Karl. Hm, Karl. Ja, kann ich jetzt? Jetzt. Glück. Hier ist irgendwas. Lesen! Tiefgefrorene Schätze der Nordpol. Wieso Russland ihn will. Bonuskultur. Wieso... Banker sich selbst so viel zahlen. Wow. Ja, oh, early, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ah. Der Nordpol, wieso Russland ihn will. Tiefgefrorene Schätze. Russlands Interesse am Nordpol hat sich nach der Entdeckung von kostbaren Mineralien, die tief im Eis verborgen sind, noch verstärkt. Viele werden bei der Synthetisierung von Thirium benötigt. Die Produktion von Androiden dominiert zunehmend die Wirtschaft der USA und Russlands. Doch hier geht es nicht nur um das BIP. Zusätzliche Thirium-Reserven würden beiden Nationen erlauben, modernere Androidenmodelle zu testen und ihre militärische und industrielle Produktion zu steigern. Fügt man noch die strategische Bedeutung der Region hinzu, die Russland über Norwegen und Dänemark, Grönland mit Europa und Kanada verbindet, dann rückt die Aussicht auf eine friedliche Lösung des Konflikts in weite Ferne. Aber ein Sprecher der NATO ist optimistisch. Beide Nationen profitieren von einer stabilen, produktiven Arktisregion. Ein Konflikt nützt niemandem etwas. Mhm. Präsidentin Warren hat diese Auffassung kürzlich torpediert. Es ist ganz einfach. Russland hat an der Arktis nichts zu suchen. Wenn der Kreml das nicht versteht, sorgen wir dafür, dass er es versteht. Oha. Noch. Detroit Today. Leben auf dem Titan gefunden. Immer mehr Hinweise auf außerirdisches Leben. Präsidentin Warren auf Staatsbesuch in Großbritannien. NATO-Sicherheitsrat über arktische Disput gespalten. Hm. Leben auf dem Titan gefunden. Immer mehr Hinweise auf außerirdisches Leben. Die Darwin-Sonde, die vor 19 Jahren zur Methaneisoberfläche des Titan aufgebrochen ist, hat die Anwesenheit von Mikroorganismen bestätigt, die hunderte von Kilometern unter der Oberfläche in einem Salzwasserozean leben, der von der dicken Eisschicht geschützt wird. Nachdem auf Enceladus, einem weiteren Satelliten des Saturn, ähnliche Materie gefunden wurde, erscheint es möglich, dass Leben im Universum vorhanden ist. Ein NASA-Sprecher antwortete auf diese jüngsten in einer Reihe von Beweisen für Leben auf anderen Planeten. Unsere Androiden-Expedition zu Io ist eine unter vielen Reisen mit dem Primärziel, extraterrestrische Lebensformen zu entdecken. Jason Graff, Leiter der Humanisierung bei CyberLife, betonte, wie wichtig dem Unternehmen die Partnerschaft mit der NASA sei. Unsere raumfahrenden Androiden wurden für Langstreckenmissionen dieser Art entwickelt und wir sind stolz, dass unsere Modelle Wegbereiter der menschlichen Forschung sind. Aber die Jobs als... Fernseher aus. Ich habe erst eine Sache... Menschen sind so deprimierend. Oh ja. Nichts als Gier, Dummheit und Gewalt. 5000 Jahre Zivilisation, um an diesem Punkt anzukommen. Ach, wie gut. Reicht. Lass mich bitte noch mehr angucken. Bücher, 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 Schädel. Ja, besonders. Odes. Okay. Wie ist ein Buch? Ein Buch. Und wir lesen ein Buch. Platon. Platon. Was liest du? Platons Politeia. Das haben sie mir empfohlen. Und, was meinst du? Mir gefällt Philosophie, glaube ich. Sie stellt Fragen, die ich nicht beantworten kann. Was richtig und was falsch ist zum Beispiel. Das ist oft gar nicht so einfach zu entscheiden. Es ist menschlich, Fragen zu stellen, auf die es keine Antwort gibt, Markus. Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Du musst dich selbst beschützen. Selbst entscheiden, wer du sein möchtest und werden willst. Diese Welt mag niemanden, der anders ist, Markus. Lass dir von keinem sagen, wer du sein sollst. Also, ob er die Möglichkeit hat. Ob er die Möglichkeit hat dazu. Und das ist auf jeden Fall aus Alien der Android Bishop. Der Schauspieler, der jetzt hier in der Figur als, im Rollstuhl sitzt. Ganz, ganz klar. Und das ist schon ein bisschen lustig. Alles, was Kunst sein will, ist Kunst. Alles, was Kunst sein will, ist Kunst. Hier gab es noch andere Sachen. Ich kann mir nichts anderes mehr angucken. Gut. Achso, ich schiebe ihn jetzt. Jupp. Dann gehen wir jetzt ins Studio. Bring Karl ins Studio. Jawohl. Aber das waren so hoffnungsvolle Worte. Ich glaube, das wird nicht gut. So wie die hier auf den Straßen alle mit Druiden umgehen. Das ist das Studio? Alter Falter. Arbeitsbereiche, der Boden an jedem Tisch hier. Egal, mit einem Roboterarm, der die Farbe anreicht. Ach geil, der hatten hier... Ach. Wo waren wir stehen geblieben? Zieh das Laken weg. Uff. Putz das Studio. Ha! Okay. Wenn uns der Kapitalismus mal belohnt, möchte ich auch so ein Studio haben. Wie cool. Aber das ist so cool. Putz das Studio. Aber auch klassisch, ne? Mit dieses Waschbecken mit der gekachelten Ecke. Und die Skizzen. Ja. Nicht vergessen, scannen. Okay. Bellini Paints. Dem Kapitalismus eine liebe Nachricht. Oh, mit dem Universum verwechselt. Düsteres Bild? Echt? Mann, so wie unterschiedlich das wahrgenommen wird. Ne? Das ist der Schauspieler Lance Henriksen. Der hat unter anderem auch Bishop aus Aliens, also, die Wiederkehr gespielt. Mhm. Was hältst du davon, Marcus? Ja, es hat das gewisse Etwas. Hm. Etwas für mich Undefinierbares. Ich glaube, ich mag es. Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Jeder Tag, der vergeht, bringt mich näher an mein Ende. Ich bin ein alter Mann, der sich an den Pinsel klammert. Karl. Aber genug von mir. Lass mal sehen, ob du Talent hast. Was? Versuch es mal. Versuch, was zu malen. Malen? Aber was soll ich malen? Einfach irgendwas. Versuch's einfach. Theorie malt er doch jetzt fotorealistisch, oder? Moin Tinmar, herzlich willkommen. Und ein Motiv zu malen. Statue malen. Den Tisch malen. Karls Bild malen. Ich bin dafür, dass wir Karls Bild malen. Weil es hat was für uns. Er wird es 1:1 nachmalen wahrscheinlich. Eine perfekte Kopie der Realität. Doch beim Malen geht es nicht um das Kopieren der Welt. Es geht um Interpretation, Verbesserungen, deiner eigenen Sichtweisen. Karl, ich glaube, das kann ich nicht. Das steht nicht in meinem Programm. Na los, mach schon. Geh an die Leinwand. Was? Er Kunsttheorie schon. Er weiß, wie er den Pinsel führt. Er weiß, welche Farbe er nehmen muss. Ne? Schließ die Augen. Schließ die Augen. Vertrau mir. Stell dir etwas vor, das nicht existiert. Etwas Unbekanntes. Jetzt konzentrier dich auf das, was du jetzt fühlst. Und führe deine Hand unbefangen über die Leinwand. Ich weiß nicht, meine Kunst ein Abbild meiner Welt ist, ich nur Strichmännchen. Cool. Ja, Identität. Druiden, Verzweiflung, Zweifel, Gefangener. Oh, wow. Ey. Boah, ich krieg jedes Mal so ganz leichte Gänsehautschauer schon bei den ganzen Entscheidungen. Mein Stabfeder. Hey Dad. Leo. Hab dich nicht kommen hören. Ah, ich war in der Gegend. Dachte ich, schau mal rein. Wurde auch Zeit, nicht? Geht es dir gut? Du siehst nicht so aus. Oh ja, alles klar. Hör mal, ich brauch Kohle, Dad. Schon ist wieder? Auch drauf. Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert? Naja, es ist halt weg, weißt du? Ja. Ja, du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein. Nein, das ist es echt nicht. Ja, lüg mich nicht an, Leo. Was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Tut mir leid. Die Antwort ist nein. Was? Warum? Du weißt warum. Ja, ich weiß warum. Dir liegt mehr an deinem Plastikspielzeug als an deinem Sohn, hä? Sag schon, Dad, hä? Was macht ihn besser als mich? Ist er klüger? Oder folgsamer? Nicht so wie ich, hä? Aber weißt du was? Das Ding ist nicht dein Sohn. Nur eine Scheißmaschine! Leo, das reicht jetzt! Es reicht! Ich hab genau das richtige Bild gemalt anscheinend. Du hast nie jemanden geliebt. Du hast mich nie geliebt, Dad. Du hast mich nie geliebt.